Hi und Servus, willkommen zu diesem neuen Video. Nach meinen letzten zwei Lost Places, die ich nicht, das heißt nicht besuchen konnte, sondern nicht ins Gebäude gehen konnte, habe ich hier jetzt, wie man es hinter mir erkennen kann, ein verlassenes Kieswerk. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Ja, hier kann man noch ein bisschen was erkennen. Und hier hinter mir, jetzt habe ich mich zweimal im Kreis gedreht, sind die ganzen Maschinen. Ja, hier ist so ein Stromhäuschen, ein altes. Allerdings hängt da ein recht neues Schild dran. Mit Vorsicht Hochspannung. Ja, hier sind ein Haufen Rohre. Keine Ahnung, ob hier mal Wasser durchgepumpt wurde oder irgendwas. Und hier gehen auch Rohre darüber. Die kommen auch auf der anderen Seite wieder raus. Hier ist eine richtige Leiter, die sieht auch noch stabil aus. Hier haben sie zwar was davor gemacht, aber das ist gerade mal einen Meter hoch, da komme ich ja easy peasy drüber. Von hier oben ist es dann angekommen, hier runtergefallen und wurde dann weiter in die Richtung transportiert. Okay, ich glaube, ich habe gerade ein Auto gehört, da wo mein Auto steht. Ich muss hier mal kurz warten und ausharren. Flüchten kann ich von hier oben sowieso gerade nicht. Ich gehe jetzt hier wieder runter. Unten kann man sich besser verstecken. Guckt euch mal die riesen Stützsäulen an. Scheint wieder ein Stromhäuschen oder so zu sein. Ja, und das, da habe ich ja gerade eben reingefilmt, wo diese Silos hier reinfallen und unten wieder ein Förderband ist. Hinter dem Hügel war ich vorhin drauf auf diesem Gestell. Hier ist noch eins, aber das ist komplett zugewuchert. Und hier ist noch ein richtig großes. Und hier sind wir jetzt unterhalb von diesem, ja, wie nennt man das, Sortierer. Na gut, schauen wir zum Big Boss. Zum ganz großen. Ob wir da irgendwie raufkommen. Der ist zumindest eingezäunt. Aber hier sind anscheinend schon Leute durch oder drüber. Ich weiß aber nicht, ob es da dann gleich rauf geht. Hier ist keine Treppe. Da oben geht es dann rauf, ja. Aber ich muss ja irgendwo, muss es hier unten ja raufgehen. Ich glaube, in diese Mulde hier konnten mal LKWs reinfahren. Von der Breite wird es passen. Und hier oben sind lauter Silos. Und hier sind die Luken. Die wurden dann geöffnet und ich glaube, so wurde der LKW befüllt mit Schotter, Kies, Sand, je nachdem, was halt gebraucht worden ist. Solche Bäume wie hier waren ja früher gar nicht da. Das heißt, keine Ahnung, wie lange braucht so eine Birke, bis sie ungefähr so ein Ausmaß hat. 20 Jahre? Dann kann man ungefähr abschätzen, wie lange das eigentlich schon verlassen ist und nicht mehr benutzt wird. Hier ist auch noch so ein kleines Podest. Keine Ahnung, wofür das mal war. Also ich finde den Aufstieg hier sowieso nicht. Und nachdem ich das alles von unten gesehen habe, gehe ich da nicht mehr rauf. Zu gefährlich allein. Keine Ahnung, was da noch kommt.
Aber da hinten waren wir ja vorhin. Hier geht dieses Förderband komplett darunter. Da hinten müsste ja irgendwo ein See sein. Aber jetzt folge ich erst einmal diesen Trampelpfad hier. Hier ist schon mal, oder hier sind schon mal Leute gelaufen. Also hier enden die Förderbänder. Und da stehen auch noch welche rum. Allerdings kommt hier drüben schon der nächste, der auch wieder in diese Richtung geht. Und da hinten habe ich schon gesehen, da ist diese Deponie oder Schuttabfalldeponie. Da, glaube ich, muss ich ein bisschen weg sein, wobei ich da hinten überall noch Geräte rausblinzeln sehe. Schaut mal diesen geilen See an. Ich hätte meine Badehose mitnehmen sollen und mein Handtuch, mit dem ich abkühlen kann. Hier sind so Liegen, Stühle und hier ist auch eine Feuerstelle. Hier vor allem auch so ein Parkplatz, als würde ab und zu wer hereinfahren, weil dieser ganze Weg, den ich gelaufen bin, der ist nicht zugewuchert. Vielleicht nutzt es halt jemand als Chillplatz. So ein richtiger Abenteuerspielplatz für mich. Hier ist ein ganzes Fahrzeug eingewachsen. Ein Reifen, andere Reifen. Hier ist so ein Metallding. Und da hinten auch. Und es schaut so aus, als hätte die Natur sich, oder es schaut nicht so aus, die Natur hat sich alles wieder geholt. Und hier sind einfach Bäume drüber gewachsen. Jetzt habe ich mich hier drüben durch den Wald durchgekämpft. Jetzt geht es wieder zurück in die Richtung. Es müsste nochmal eine Art kleine Halle, eine größere Garage oder sowas auf dem Gelände stehen. Ja, hier ist die Halle. Da hinten ist auch nochmal eine Maschine. Jetzt schauen wir erstmal in die Halle. Da kann man rauf. Allerdings fehlen da schon Treppenstufen. Deswegen lassen wir das. Und hier, wenn ihr es erkennen könnt, hängt einfach die Treppe schon einfach alleine in der Luft. Mich interessiert hier immer, wo die ganzen Rohre hinführen. Das läuft jetzt da runter. Von da drüben kommt auch ein Rohr, was da runter geht, aber überkreuzt es halt einfach. Hier scheint noch so eine Art Verwaltungshäuschen gewesen zu sein. Macht zumindest den Eindruck. So Containerhäuschen. Das ist der große, wo ich nicht raufgegangen bin. Um euch mal grob zu erklären, wie so ein Kieswerk funktioniert. Also wahrscheinlich ist hier hinten das Kies abgebaut worden, wurde hierher befördert zu dieser Maschine nach ganz oben, denke ich mal, und
ist dann nach unten durchgefallen worden lassen, dieses ganze Material, und wurde quasi gesiebt. Also große Steine, kleinere Steine, grober Sand und feiner Sand. Und die einzelnen Bänder zum Beispiel, wie dieses hier, hat dann etwa die größeren Steine dorthin transportiert. Die sind von oben runtergefallen, so entstehen diese Hügel. So, und der Sand zum Beispiel fällt auf die andere Seite und fällt da dann runter. Und so hat man dann diese einzelnen Dinger mit verschiedenen, sag ich mal, Materialien von Steinen, groben Steinen, feinen Steinen, Sand und so weiter. Hier war ich auch noch nicht. Ist auch so ein See. Und ein Steg. Ich glaube, der trägt uns noch. Falls nicht, ich kann schwimmen. Dieser See sieht echt ein bisschen tot aus, wenn ich mir diese Bäume hier anschaue, wie die alle abgestorben sind da drin. Entweder ist es überflutet oder irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht. Also dieser See ist echt komisch. Ihr hört es wahrscheinlich nicht auf der Kamera oder im Video. Aber das hört sich an, als würden immer so kleine Dinger explodieren, so plopp, 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 als würde Regentropfen aufs Wasser fallen, aber es regnet gar nicht. Als würde von unten Luftblasen aufsteigen oder keine Ahnung. Und das Wasser sieht echt komisch aus, so richtig eklige braune Suppe mit so schwarzen und braunen Algenzeug drin. Da sah der andere See viel, viel schöner aus. Der hatte schön blaues Wasser und der hier sieht aus nach Tod. Okay, und jetzt muss ich auch schnell weg hier. Da war gerade noch eine Kamera, habe ich gesehen. Und ich chill da und chill da und chill da. Und habe die Kamera einfach nicht gesehen, wo ich da auf den Strich gegangen bin. Okay, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache mich jetzt schnell vom Acker, bevor wer kommt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert, kommentiert auch gerne für den Algorithmus. Wird mir helfen, schneller voranzukommen. In dem Sinne, Peace und Ciao, bis zum nächsten Video.